Die Richterrunde. Ich hatte von ihr schon gehört, bevor ich mit dem Jurastudium anfing. Eine sich ständig abwechselnde Gruppe von 10 oder 12 Richtern, Staatsanwälten und Professoren. Sie sind alle ziemlich wohlhabend. Als ich noch gepokert habe, hätte ich mich gefreut, wenn mir einer von denen was schuldig gewesen wäre. Es gibt nur ein Problem, sie nehmen keinen mehr in ihrer Runde auf. Chris Bellinetta, ein Profi, hatte sich mal bei ihnen eingeschlichen. Als sie es herausfanden, konnte er nicht mehr die Straße überqueren, ohne dass er gerichtlich belangt wurde. Sogar sein Stammlokal, in dem er immer gespielt hat, wurde dicht gemacht. Und den Laden gab es schon seit 1907. Oh, Michael. Keine mehr. Haben Sie etwas für mich? Ja, Sir. Ich hab genug. Legen Sie es bitte auf den Schreibtisch, danke. Gibt er Ihnen denn genug für diesen späten Dienst? Ach, wissen Sie, Bildung ist mein Lohn, Sir. Sehr bescheiden. Es lohnt nicht die Mühe. Werden Sie lieber Jockey, da haben Sie mehr von. Dafür dürfte er wohl etwas zu groß sein. Schluss jetzt mit diesem dummen Gequatsche. Na los, du fängst an, Kaplan. Ich geh mit. Michael ist der Rechtsbeistand bei dem Verfahren, das du nächste Woche leiten wirst, Gene. Außerdem soll er im Sommer bei einem von euch die Assistentenstelle kriegen. Hey, ich denke, du magst den Jungen. Warum willst du aus ihm unbedingt einen Staatsdiener machen? Hören Sie auf meinen Rat und halten Sie sich an die freie Wirtschaft. Und werden Sie bloß nicht Rechtsanwalt. Die benutzen solche Chips für die Einkaufswagen. Das Komische ist nur, in diesem Kreis von Koryphäen gibt es nicht einen, der wirklich spielen kann. Ich geh mit. Ich gehe auch mit. Ich auch. Sie auch, Augenblick. Oh. Der Professor erhöht. Oh. Mike, ich wollte noch nicht erhöhen, sondern erst abwarten. Ja, vertrauen Sie mir. Was ist mit dir? Alles klar, ich gehe mit. Meine Karriere als Rechtsgelehrter scheint beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Aber ich kann mich einfach nicht beherrschen. Okay, ich gehe mit. Ich bin dabei. Ich bin soweit. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen an. Ich setz aus. Du bist dran. Ich werde noch warten. Was ist das Limit? $20 sind das Maximum. Okay, gut. Hier sind die 20. Sie haben doch nur ein paar Karten gesehen. Wie wollen Sie da mitspielen? Hältst du das wirklich für eine kluge Idee, Abe? Es sind deine Chips, die der Junge verspielt. Das ist verdammt klug. Wir wissen, was wir auf der Hand haben und was Sie auf der Hand haben. Ein Dreck wissen Sie, was wir für Karten haben. Einen Job in Ihrem Büro, wenn ich Ihnen sage, was Sie auf der Hand haben. Ich wette nicht um Ferienjobs. Ich sage es mal so, Sie kommen ganz nach oben auf die Liste, wenn Sie recht haben. Okay. Also, Sie wollten die dritte 3, haben aber vergessen, dass Professor Green sie in seiner Straße hatte, als er gepasst hat, und geben jetzt vor, sie zu haben. Der Herr Staatsanwalt hat 2 Pärchen, weiß aber, dass die nicht reichen. Richter Kaplan wollte einen Karo Flash sammeln, was nicht geklappt hat. Und Mr. Eisenhoff, dass seine Damen ausreichen werden. Hat recht. Also, wie gesagt, der Dekan setzt $20. Ihr könnt mich alle. Ihr mich auch. So ein Schwachsinn. Und was hast du, Abe? Oh, bloß einen läppischen Straight. Aber das gibt's doch nicht. Zu gewinnen hat's gereicht. Der Pott gehört Ihnen. Alles klar, Herr Mann. Ihre erste Aufgabe, nehmen Sie an meiner Seite Platz. Sehr gern, aber es geht leider nicht. Ich spiele nicht. So sehen Schon Sie aus. Merkwürdig. Bis morgen dann? Ja, morgen. Wiedersehen. Deine Karten. Wer gibt? Gut. Nicht schlecht, der Junge. Der Bursche ist schlau.